Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Wir haben heute ein Nationalmannschaftsfreundschaftsspiel für Sie daheim im Angebot. Deutschland gegen Griechenland. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt mit Matthias Ginter in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und einzige echte Sturmspitze ist Timo Werner. Bei der DFB-Elf unangefochtener Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschi. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Und so gehen Sie heute in dieses Spiel. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, Sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Das Spiel ist angepfiffen. Deutschland hat angestoßen. Kai Havertz. Kimmich. Toni Kroos am Ball. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Die Erwartungen an Toni Kroos sind heute besonders hoch. Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt und wie er die Mitspieler immer wieder einsetzt. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und Kroos. Da ist Kimmich. Guter Pass. Die Rollen in diesem Spiel sind eindeutig verteilt, finde ich. Ja, denke ich schon, Wolf. Die DFB-Auswahl ist nicht nur für mich hier der absolute Favorit. Guter Zweikampf. Zeka. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Toni Kroos. Kimmich. Am Ball Werner. Serge Gnabry. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Gutes Tackling auf Außen. Zeka. Anastasios Pakasetas. Guter Pass jetzt. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Zweikampf hier von Joshua Kimmich. Jetzt die deutsche Mannschaft. Lukas Klostermann ist das.
Kai Havertz. Starker Zweikampf. Georgios Giakoumakis. Fortunis. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Kai Havertz. Klostermann. Sie lassen Kai Havertz Platz auf dem Flügel. Kimmich. Lukas Klostermann. Fahren des Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Zicker. Fortunis. Klasse Pass jetzt. Ja, abseits, richtig. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenhaus. Ginter. Kimmich. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Timo Werner. Joshua Kimmich hat den Ball. Da passt er auf. Keine Tore bisher, also für den normalen Fan war es ein bisschen mau. Der Trainer dürfte zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also zumindest was das Defensivverhalten angeht. Jetzt schauen wir mal, ob sie sich offensiv ein bisschen mehr trauen im zweiten Abschnitt. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Toni Kroos jetzt. Werner. Schöner Steilpass. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Zicker. Anastasios Pakasetas. Toni Kroos. Da ist Havertz. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Geht da voll in diesen Zweikampf. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Der Ballverlust. Kai Havertz. Klostermann. Nee, der ist zu weit. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Anastasios Pakasetas. Georgios Giakoumakis. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Zicker. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Tackling. Toni Kroos. Klostermann. Klostermann jetzt. Kimmich jetzt. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch.
Havertz. Gnabry hat den Ball. In der Mitte ist Werner. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ganz stark abgeblockt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Super dazwischen gegangen. Anastasios Pakasetas. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Den Ball hat er. Die DFB-Elf am Ball in dieser offenen Partie steht. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und da kann er klären. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ja, mit viel Übersicht. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Und wieder Deutschland am Ball. Werner. Werner mit dem Ballverlust jetzt. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Unentschieden. Das Spiel ist angepfiffen. Deutschland hat angestoßen. Das Spiel war anstrengend. Das sieht man den Jungs da unten an. Aber jetzt müssen sie noch mal alles aus sich rausholen. Die Verlängerung läuft. Jetzt Kroos. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Sané. Die lassen den Ball da jetzt gut laufen. Ah, den muss er besser verteidigen. Ein guter Block hier. Groß. Fairer Einsatz hier. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Fortunes. Die Gelegenheit für die Flanke. Fortunes. Jetzt die Flanke. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Er konnte den Ball nicht verwerten. Chance vertan. Und jetzt Toni Kroos. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Es steht hier also weiter unentschieden. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung.
CK. Das macht er gut. Gnabry. Am Ball Werner. Bisschen zu weit dieser Ball. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was? Sané. So, was geht jetzt noch für die deutsche Mannschaft? Und jetzt haben sie den Ball. Also, 4 Minuten haben wir noch hier in der Verlängerung. Petros Mantalos. Ja, da ist Platz jetzt. In den freien Raum. Endlich fällt hier das erste Tor. Lang genug hat es gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren. Denn sie müssen reagieren. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. 1 Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor.